Perfekt. Was? Ja, habe ich doch schon gemacht. Nein. Wieso bleibst du nicht auf der Karte? So, danke. Was hatten wir vor? Genau den BMW. Na, dann fahren wir am besten hier ins Surfers Paradise Festival. Und dann schauen wir mal, ob wir den BMW umbauen können. Fahren wir noch mal ein bisschen. In 200 Meter links ja, halten. Innen drinnen. Links halten. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Alright. Zielort, da ist er. In der Ferne sehen wir schon die Silhouette des wunderschönen Surfers Paradise. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Sorry. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Ich dachte gerade, wofür habe ich denn die Fans, aber rechts abbiegen. Bin offensichtlich ja recht schnell rechts abbiegen. Durch den einen Blitzer gefahren und deshalb die zusätzlichen Fans. Hey, der will wohl genau dahin, wo wir hinwollen. Fast den Anschein. In 400 Metern links halten. Ja, das musste jetzt natürlich sein. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, mit einem Knall. So, dann schauen wir mal in den Fuhrpark, schnappen uns unser M4 Coupé und schauen uns die Upgrades an. Es müsste beim Antrieb sein, nicht wahr? Nein. Ah nein, das ist bei Umbauten. Handling geht runter. Na ja gut, wir könnten den ja auch wieder wechseln. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Ja. Oder sonst noch irgendwas. Ja, das hatten wir ja, das hatten wir. Hier war, glaube ich, soweit alles, ne? Ja. Ja, Offroad wollen wir ja nicht. Huch. Nee, Offroad sieht ja auch, weiß nicht, bei so einem M4 bescheiden aus. Bescheiden, ja. Hier dürften wir so ziemlich, ja, S2 913. Ja. Gut, das möchte ich dann jetzt doch gerne wissen, wie es sich fährt. Ob es irgendwie bemerkbar anders ist. Ich meine, ja, BMW ist ein klassischer hinterradgetriebener Wagen, was ich auch früher vor allem im Real Life immer sehr gemocht habe, weil man da den Arsch so schön rumkriegen konnte. Aber mal gucken, wie es für unsere Zwecke hier ist.
den guten BMW mit Allradantrieb zu fahren. So, Moment, ich werde mal. Und hat's gereicht? Nein, 11 km/h, verfluchte 11 km/h, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Haben wir jetzt etwa leichtes Übersteuern? Habe ich das gerade richtig gemerkt? Na, das muss ich mir noch mal genauer angucken. Weil Untersteuern können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Obwohl, das geht eigentlich. Aber schnelle Lastwechsel machen ihm gar nichts aus. Also hier zack, zack, zack. Gas geben und es zieht die Karre sofort wieder gerade. Nein! Ja. Okay, also er ist, ja, so ein abschließendes Urteil. Vielleicht sollten wir den kleinen schwarzen BMW doch mal in einem Rennen testen. Was meint ihr? Ob das gut geht? Ja, das können wir jetzt rausfinden. So, Moment, ich stehe natürlich. Bei nächster Gelegenheit. Ja. Bin dabei. Links abbiegen. Was? Achso. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Ach du Scheiße. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Alter. So. Ja, danke. Danke. Fuck. Ein bisschen lang, ach, geradeaus. Nee. Augen auf im Straßenverkehr. In 400 Metern haben Sie jetzt. Ja, du auch. Weißt du, er blinkt da 3 Stunden, aber anstatt zu fahren. Ackerlandpfad. Ja, super. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Genau jetzt, wo wir unseren Subaru nicht mehr dabei haben, gibt's einen Ackerlandpfad. Ja. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal, was der
BMW uns auf dem Acker so zu bieten hat. Nicht wahr? Ja. Natürlich ist es dunkel. Was auch sonst? Hallo. Verdammt noch. Nee, 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 nee. Das gibt's doch nicht. Hallo? Okay, ich würde sagen, ich habe völlig verschissen. Ja, warte mal, wenn ich Escape, dann wird mir das doch auch nicht als zurückspulen, oder? Hoffentlich. Scheiße. Ja, das war natürlich mal wieder echt eine sehr, sehr hallo. Gelungene Heldentat. Aber irgendwie komme ich auch gerade so. Okay. Das wäre echt etwas für den Subaru gewesen. Und ich glaube, für den BMW ist das gerade mal so. So. Scheiße. Der schleudert hier von einer Ecke zur anderen. Ich bin eigentlich nur noch am Gegenlenken. Bitte fliegen Sie vor den Baum. Jo, in der Luft werde ich das wohl kaum korrigieren können. Oh Leute. So eine Scheiße. Ich hätte es sein lassen sollen, als ich es gelesen habe. Aber nein. Steuert sich gerade so dermaßen schlecht. Oder ich steuere ihn so dermaßen schlecht. Verdammt. Dass es wirklich keine Freude ist, quasi gegen jede Betonmauer zu fahren. Oder okay, ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft, das ist das erlösende Ziel, aber nein. Juhu, Straße. Ja, und selbst auf der Straße, hallo, fahren wir vor die Wand. Ja. So viel dazu. Aber unterm Strich was, da sind's? Gut, die sind im Ziel, ne? Ach, scheiße. Okay.
Ich hätte sie, ich habe sie sogar zum Schluss noch gesehen. Das hätte ich nicht vermutet. Gut, es kann nicht immer der erste Platz sein. Es muss auch mal der letzte sein. Ja, da haben wir auch fast ein Abo drauf. Ja, komm, hau ab. Hau ab. Ja, ja, ja. Belohnung. Wofür? Fürs Versagen? Okay. Okay. Na, immerhin. Mhm. Ein paar Fans gab's dann auch noch. Ja, okay. Okay. Das bedarf keines weiteren Kommentares. Was haust du mir denn eigentlich immer da so ab? Du Spaten. So, da haben wir einen PR-Stunt. Ja, es wird wahrscheinlich wieder... naja. Aber wo wir schon mal gerade in der Nähe sind... Fahren wir doch einfach mal vorbei. Und gucken es... Ja, und gucken es uns zumindest an. Nicht wahr? Hä? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Scheiße, das ist bestimmt eine Löffelliste auf dem Parkplatz. Oder auch nicht. Aber wo wir schon mal hier sind... Fahren wir erstmal vor den Stein. Nein, aber nehmen wir die EP-Tafel da mit. So. Genau, wäre das nämlich auch erledigt. Hallo, komm, wir sind ein Allradler. Das muss doch wohl jetzt zu schaffen sein. Ja. Wenn man vor einen Stein fährt, dann bringt einem auch der Allradantrieb nichts. Löffelliste entdeckt, ja. Ich sehe sie aber nirgendwo. Habt ihr sie gesehen? Ach da. Okay. Wir können uns das ja zumindest mal anschauen. Ein Spukhaus entdecken. Na gut. Schauen wir mal, ob wir dieses... Spukhaus... Irgendwann... irgendwo entdecken können. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Ey, jetzt sag bloß, ich komme hier. Okay. Ich fürchte, das wird nichts. Nun komm, gib doch mal Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alter. Mein Plan ist wohl nicht aufgegangen. Schon seit über einer Minute kriechen wir hier. Ja.
Ich sag ja. Löffelliste und ich, das ist so eine Sache. Ich fahr jetzt mal wieder runter. Weil das können wir eh knicken. Yeah. So, das geht doch voll ab. Das macht doch Spaß. Und einen schönen ultimativen Sprung mitgeholt. Das ist doch mal was Fantastisches. Und sie haben das Spukhaus erreicht in 2, 1, 0. Ja. Nee, danke. Wie gesagt, Löffelliste. Der Name allein ist schon doof genug. So. Aber... was haben wir hier oben noch? Wahrscheinlich noch eine Löffelliste. Bei nächster Gelegenheit wenden. Für einen Moment. Die wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja. Und was ich die ganze Zeit ja immer wieder weiterhin nochmal probieren wollte, ist dieser Online-Modus. Ja. Oh. Prima, genau, genau oben drüber gesprungen. Oh, prima, genau vor... Hallo? Ja, das, ja, und ich habe den Freifahrtdings auch verpasst, das ist ja... den, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, nochmal, Online und... Nee, achso, nee. Nee. Soziale... Online. So. Oh. Jetzt hängen wir hier im Wasser. Darf ich da mal? Genau. Hervorragende Zerstörung. Ja. Aha. Okay, das ist neu. Weil sonst ist das bei mir immer verschwunden gewesen. Ja, und dann war quasi... Also eine Fehlermeldung hatte ich bisher noch nicht. Aber gut zu wissen, dass es nicht klappt. DNS-Einstellungen, meine DNS-Einstellungen sind optimal. Sonst kann ich auch alles online machen. Warum nicht Forza spielen? Warum nicht Forza spielen? Komisch. Ah. In 200 Metern links abbiegen. Ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Was? Yes.
na, 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 komm schon. Komm schon. Die soll irgendwo... Ach, da. Jawohl. Gut, dass unser schöner kleiner BMW so sauber ist. Gar nicht verschmutzt aussieht. Links abbiegen. Nee, ne? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nur eine Tausender. Okay, na gut. So, aber nichtsdestotrotz, wo sind wir hier? Wie weit ist es? Nach da. Boah, 7,9. Alles klar. Ab zum Festival. In 400 Metern rechts halten. Machen wir doch glatt. Rechts halten. Boah, Alter. Gut, dass der Airbag funktioniert. In 400 Metern scharf links abbiegen. Auch das noch. Entschuldigung. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Mit dem scharf links abbiegen. Das war keine Absicht. Also, fast. In 400 Metern rechts halten. Okay. Rechts halten. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja. Rechts abbiegen. Yeah. Wie, jetzt auf einmal geht's, oder was? Naja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wo bin ich? In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wozu das denn? Nimm einfach die andere Spur. In 400 Metern rechts abbiegen. Einfach ist gut. Rechts abbiegen. Ey! In 100 Metern rechts halten. In 100 Metern links abbiegen. Hallo Marcel, von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Ja. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Aber wir haben doch gerade erst einen verpflichtet. Mensch, Gwen. Aua. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Jawohl, das haben wir. In der Tat. Okay.